Ich möchte jetzt kurz ein Video drehen für all die Professoren und Ärzte, die mir mehrere Videos gesendet haben. Von Impfstoffe unter dem Mikroskop und Masken unter dem Mikroskop und diese Stäbchen unter dem Mikroskop. Und ich möchte darüber ein Projekt von Goethe und Newton das vorzeigen als Beweis, weil ich Diplomantin bin und habe das damals als Examen, war Goethe und Newton seine Prisma-Projekte mein Examen. Und ich will das beweisen, dass in Impfstoffe keine Schmutzpartikel oder irgendwie Staub oder irgend sowas drin ist, sondern wirklich Schwermetalle und Glaspartikel drin sein können. Und nicht nur Graphen und Aluminium, sondern schwerwiegende Glaspartikel. Weil ich habe die Aufnahmen analysiert und ich kenne mich aus mit Physik und Chemie. Ich musste es studieren. Früher hat man als Architekt, was ich studiert habe, Archäologe, musste man an der Wand die Taktiken wissen, Stucco, Secco und all die Taktiken, wie alt das Gemälde ist, und da gibt es verschiedene Lampen und Kratztaktiken, wie man das einanalysieren kann. Und aus was für Fasern die Farbe auf der Wand vor tausende Jahre draufgemalt ist, wie man das analysieren kann. Das musste ich alles lernen als Hochkunstdiplomantin. Da musste man die Farbe ein bisschen abkratzen und unter dem Mikroskop untersuchen. Die meiste Farbe war aus Eier. Also das Eiergelb haben die damals benutzt, da konnte man alles analysieren. Ich musste hochgradig Chemie und Physik für mein Kunststipendium und also einpauken. Jedes Material haben wir unter Mikroskop untersucht. So, ich will bloß eins sagen, der Vatikan hat mir damals immer in Ungarn, wo die meine Bücher gelöscht haben, ich habe über Haufen theologische Schriften geschrieben. Und immer haben die meine Bücher gelöscht, haben mich gefoltert und haben immer, wenn mir mit meinen Nachbarn zum Vatikan ging, warum die mich foltern, wegen meinem Wissen um Gott, die haben immer irgendein Zeichen gezeigt vor meinen Nachbarn, ich wusste nicht, was das heißt. Und neben dieses Zeichen, so haben die immer gezeigt, warum ist Jesus nicht gleich krepiert, den müsste man in Fluss ertränken, das vor einem Priest, Menhachandor, weil die haben meine Bücher gelesen. Mein Nachbar war Zeuge. Ich wusste nicht, was dieses Zeichen immer heißt. Wir haben Termine beantragt, römische katholische Kirche. Und die haben dann immer so gesagt, immer so haben sie gemacht. Jetzt sage ich auch so. So. Und haben gesagt, warum wurde denn Jesus gleich krepiert und sein Wissen? Ja, Gottes Wissen sollte man nicht umbringen, sondern unterstützen, weil Gottes Weisheit, wie Salomon gesagt hat, Salomon hat nicht Reichtum gefordert von Gott, sondern Weisheit. Und mit dieser Weisheit, was er bekommen hat, wurde er der Reichste. Mit Gottes Weisheit wirst du der Reichste und dein ganzes Land. Mormon, wenn du blöd bist, kann man verplempern. Also praktisch, wenn du blöd bist und nur Geld bekommst, das kann man sofort verplempern. Aber wenn du keine Weisheit besitzt, kannst du nie im Leben auf längere Zeit reich werden und dein Reich schon gar nicht mehr. Aber wenn du Gottes Weisheit annimmst, der alles gegründet hat, alles gemacht hat, alles erschaffen hat, und wenn du seine Weisheit bekommst, kannst du so regieren wie Salomon, der die Weisheit verlangt hat und nicht Reichtum, dass er dann der Reicheste wurde. Ich werde jetzt ein paar Dinge beweisen. Ich habe mehrere Mikroskopaufnahmen gesehen. Unter mehreren Mikroskopaufnahmen waren solche Nanopartikel drin, die in Regenbogenfarben leuchteten wie Glaskristallstrukturen. Ich werde jetzt das beweisen. Hier kann man sehen, dass das ein Schmuckgürtel ist. Ist ein Schmuckgürtel, der leuchtet. Es ist aber nicht aus Glas, das ist Silber, dann verschiedene Steine erleuchtet. Dann sind hier ein paar Ohrringe, die man, wenn man ansetzt, die leuchten. Die sind Silber. Dann wäre ich ein Becher mit silbernen, verschiedene Metalle. Das ist silberne Schere, die alle leuchten. Pinzette, Ohrringe, Schmuck. Die leuchten alle. Und
Hier ist ein Weihnachtsschmuck, eine Glocke, die ist aus silberne Fasern, die leuchtet auch. Und Glasteller liegt da und Salz ist hier. Goethe und Newton hat bewiesen, dass nur in Glas, was chemisch hergestellt ist, so ein Material drin ist, was das Licht bricht. Also wenn man das mit Licht und Prisma-Projekten überleuchtet, durchleuchtet, wird ein Regenbogen entstehen und es leuchtet hellweiß und auf verschiedene Lichtreaktionen wird ein Regenbogen sogar entstehen. Und diese Regenbogenfarben sind, wenn man den Malerkreis kennt, die Hauptfarben Gelb, Rot, Blau und dann die Nebenfarben. Die Hauptfarben werden auf 100% entstehen, wenn es Glas enthält. Glas ist meistens gelb, weiß, also diese leuchtenden Farben. Dann Blau und Rot kann auch grün entstehen. Und wenn ich die Mikroskopanalyse analysiert habe, die ich bekommen habe, da waren alle Farben vorhanden mit spitzen verschiedene Fasern in der Impfung drin. Und wenn man Glas und komische Schwermetalle den Leuten einimpft, ist es hochgradig gefährlich. Und ich werde jetzt da die Seite hingehen, aber bevor ich das beweise, wie das funktioniert, wenn das jetzt ein Mikroskop ist und der Mikroskop hat eine Platte, diese Platte, bevor man was analysiert, muss man kontrollieren, die leere Platte desinfizieren. Dann, bevor man da was drauf tut, desinfizieren und dann kontrollieren, bevor man was drauf tut, so ein Foto machen, was da drauf ist, da sieht man eigentlich nichts. Das Mikroskop wurde so entschärfen, wenn die leere Platte desinfiziert ist, man sieht nichts. Praktisch alles, was du drauf tust, das sieht man nur. Und das ist eine leere Faserei, ja, da sieht man Staub und Fussel und so. Da wurde die Platte nicht desinfiziert, da ist der Arzt selber schuld. Da hat er die Platte vielleicht erstmal so auf dem Teppich so rumgeschoben. Aber ein normaler Arzt weiß das, dass die leere Platte, wenn sie desinfiziert ist unter dem Mikroskop, es zeigt nur diese Nanopartikel an, die man dann drauf tut. So, und das werde ich jetzt beweisen. Das Glas in diesen Impfstoffen drin ist und chemische Metalle, was nicht biologisch abbaubar ist im Körper. Der Körper ist ein biologischer Stoff, das Fremdkörper ausstoßt. Das heißt, jeder Arzt muss wissen, dass ein biologischer Körper jede Sorte Fremdkörper ausstoßt. Und solange das Immunsystem, wenn du Fremdkörper in deinem Körper hast, solange in Entzündung ist, bis man das ausstoßen kann. Und wenn der Körper das nicht ausstoßen kann, die Fremdkörper, was nicht biologisch abbaubar ist, kann man daran sterben und schwer erkranken, Entzündung, Schleimhautentzündung, wenn das in die Lunge kommt. Wenn man die Nasenstäbchen unter dem Mikroskop untersucht, jedes Nasenstäbchen hat so blaue Federwürmer, die auf höheren Grad und mit Flüssigkeit aktiv werden, wie in der, also in Afrika war so meine, man sagt auf Ungarisch, weil ich Krankenschwester bin, Tropuschilas, sagt man auf Afrika. Das war eine Krankheit, die nur in tropische Länder man bekommen hat, wo über 39 Grad vorhanden war. Also in den Ländern hat man diese Krankheit bekommen, weil die Bakterien über 39 Grad aktiv wurden. Und man nannte diese Tropuschilas, eine tropische Krankheit, wo man so Fieber bekam. Und das waren solche Bakterien, die sahen aus wie Würmer, die erst aktiv wurden mit Wasser, also wenn das in deinen Körper kommt und wenn es über 39 Grad ist. Nur in tropischen Ländern ist diese Krankheit vorhanden, das weiß jeder Arzt. Und seltsamerweise, wenn man ein Nasenbohrestäbchen, da ist oben eine Watte, wenn man diese Watte unter dem Mikroskop hält, da ist auf jedem Wattestäbchen ein blauer, komischer Wurm, der mit Wasser und bei über 30 Grad aktiv wird. Ist schon seltsam, ist schon seltsam. Und früher hat man als Krankenschwester nie im Leben, ich habe in der Infiziertstation gearbeitet, in Semmelweis Klinik. Das hieß auf Ungarisch Semmelweis Klinik Fertőző Osztály, wo die Viren, die schwer krank sind, da reingebracht wurden.
Ja, man hat immer noch Speichelprobe genommen oder von Blut. Da haben die auf eine Glasplatte gespuckt, so puff. Diese Glasplatte wurde unter dem Mikroskop gestellt und das untersucht. Aber man hat nie mit einem 20 cm Stab, wo oben so ein blauer Wurm war, bis hoch in der Nase, bis hoch in den Nasen, hier in den Hörn, das ist hier das Hörn schon, da hochgebohrt und direkt dann so einen blauen Wurm, oder egal ob das eine Fasern ist, wenn das auch eine Fasern ist, da hochgebohrt bohrt und das dann, da bleibt das dann stecken. Sowas hat man nie gemacht. Man hätte entweder Blutprobe genommen, rausgenommen das Blut und nichts reingepumpt und auf eine Speichelplatte so draufgespuckt, puff, und da konnte man alle schönen Bakterien untersehen. Man braucht den Mensch nicht anfassen oder hochbohren, bisschen hören und da was rein implantieren. So, jetzt gehe ich darüber und werde das beweisen, dass in den Impfstoffen Glasmetalle drin sind. Also ich habe jetzt hier ein paar auf den Hocker, paar. Diese, die auf den Hocker sind, sind alles leuchtende Dinger, Gegenstände. Aber wenn man das unter Mikroskop tut mit Licht, das ist Goethe und Newton Prisma Projekt, wenn man das mit Licht unter Mikroskop tut, da leuchten die, obwohl die außen leuchten, unter Mikroskop leuchten die nicht. Hier ist die Glocke, die leuchtet. Man kann es hier in meiner Hand sehen. Die leuchtet, aber wenn ich das an der Wand, so wenn man das in Schatten sieht unter dem Mikroskop, da ist sie schwarz. Sie leuchtet, nee, weil es kein Glas enthält. Also man muss es da sehen. Ich bin aus Fleisch, biologisch, also ich bin ein biologisches abbaubarer Mensch. Ich leuchte auch, nee. So, das leuchtet zwar, aber unter dem Mikroskop leuchten Schwermetalle so als so ein Gegenstand. Leuchtet es nicht. Dann sind hier die verschiedenen Schmucksterne an der Gürtel. Hier kann man es nochmal sehen, wie schön die leuchten. Aber unter dem Mikroskop, da ist die Schnalle, sie leuchten überhaupt nicht. Sie werden schwarz, sie werden immer schwarz, weil keine dieser Steine Glas enthält. Dann ist hier noch ein Becher mit verschiedenen Schmuckstücken, die wirklich leuchten: Schere, Pinzette und Ohrringe, die leuchten, aber wenn man das mit dem Glas, die Schere ist schwarz und die Gegenstände sind auch schwarz. Die leuchten nicht, sie sind schwarz. Unter dem Mikroskop sind Schwermetalle schwarz. Dann biologische Mittel, die abbaubar sind, wie Holz. Hier ist eine Tannenzapfe, die wird auch schwarz sein, die wird keinerlei weiß leuchten oder irgendwie Regenbogenfarben. Es ist eine Tannenzapfe aus Holz, ist schwarz. Dann noch die Ohrringe, die leuchten, silber sind, werden auch schwarz. Sie werden unter dem Mikroskop nicht leuchten, die sind schwarz. Hier kann man es ganz genau sehen, die sind schwarz. Jetzt kommt aber das Glas. Hier ist ein Glas, das Glas ist. Und Sie werden das ganz genau sehen, die Kristalleffekte. Weiß leuchten, und wenn verschiedene Lichter unter dem Mikroskop, da zum Beispiel wird es da an der Rand ein Regenbogen entstehen. Die Hauptfarben Orange, Orange, dann Rot, Blau und Grün. Das ist Glas. Es wird immer leuchten unter dem Mikroskop. Glas, Metalle leuchten. Egal was du, wenn das echtes Glas ist, es leuchtet weiß, hellweiß, wie eine Lampe an der Wand. Und wenn man das, diese Fasern vergrößert hier, die leuchten an der Seite rot, gelb, blau. Das ist die Hauptfarbe im Farbenkreis, was Goethe bewiesen hat. Und wenn man zwei Prisma, zwei Gläser zueinander tut, da werden dann die Nebenfarben Grün und Lila auch entstehen. Und wer das mir nicht glaubt, der ist halt, kann das selber ausprobieren. Ich habe jetzt, ich weiß nicht, wie ich das zeigen soll, eine Kugel, sozusagen so. Ich halte jetzt die Kugel in der Hand. So sieht man es ganz genau. So sieht man, das ist eine Kugel. Die ist nicht als Glas, die sieht zwar gläsern aus,
Die ist aus Plaste. Das ist eine plastene Kugel, die wird auch schwarz und dann, egal wie ich die wackel, da wird keine Prisma, Regenbogen oder weiß leuchten. Nur Glasfasern leuchten unter dem Mikroskop, also nur Glasfasern. Und man kann das ausprobieren. Und wenn man selber Professor ist und studiert ist, wie ich habe das studiert, ich habe ein Universitätsdiplom, nicht mal Bachelor, sondern eins höher, Universitätsdiplom, was die Nazis, geisteskranken Leute aberkennen, bloß weil ich halt Projekte und Bücher veröffentlicht habe, was halt die Wahrheit entspricht. Ich habe alles analysiert, die ganzen Videos, die ich gestern bekommen habe, von Ärzten, die die Impfstoffe unter dem Mikroskop untersucht haben. Ich sah, dass in den Impfstoffen runde Glaspartikel oder scharfkantige, dreieckige Glassplitter, so Schwamm mit der Flüssigkeit, der Impfstoff. Und wenn sie so schwimmen, da leuchten die ganz genau, haargenau wie Glas im Goethe-Newton-Projekt an der Seite orange, rot, blau, manchmal grün. Und das ist Glas. Und das müsste jeder Chemiker wissen, was ich sage, jeder Professor. Und ich sage nur eins: Jeder nimmt das so, wie es nimmt. Ich habe nie im Leben was Böses gewollt. Wenn ich was geschrieben habe, habe ich das für die Menschheit geschrieben. Und ich habe viele Projekte von Dr. Trabig nur übersetzt, wie sie Leute minimieren versuchen und verschiedene Pharmaindustrie ihre verschiedene Scheiße verkaufen will, um reich zu werden. Je mehr krank du bist und je mehr du in der Apotheke rennst, desto reicher wird die Pharmaindustrie. Und es ist schon seltsam, dass der Staat Leute zwingt zu unerprobten Mitteln. In der Weltgeschichte war es noch nie vorhanden, dass ein System Leute mit unerprobten Mitteln zwingt, direkt und straft. Das ist schon über den Mängel der Faschismus. Und alles, was ich gesagt habe, ich habe das jetzt kurz versucht zu erklären mit Beweisen und so, kann man nach Google nachforschen und die pathologische Konferenz hat also auch bewiesen, dass da verschiedene nicht biologische abbaubare Schwermetalle und verschiedene Glasstrukturen drin sind, die der Körper nicht abbauen kann. Und wenn der Körper das nicht abbauen kann, dann landet das durch den Herz, weil auch wenn das hier reingepumpt wird, dieses Zeug geht dann durch dein ganzes Blutkörper bis zu Füße. Dann wieder hoch durchs Herz, von Herz auch, kann es auch ins Gehirn gelangen. Und dann wird, wenn da auch noch Luftblasen drin sind und so weiter, da kann das zu Herzstillstand bis zum Tode führen und das Gehirn geschädigt. Und wenn diese Glaspartikel dann nur leuchten, so schwerkantig, dreieckkantig und verschiedene Herzen. Also wenn das Blut durch den Herz dann läuft, dann das Herz vielleicht schädigt, weil es halt schwerkantig ist. Da kann man auch, entschuldigen, wenn ich sage, Gliederschmerzen bekommen, Herzschmerzen, da kann der Lunge sich entzünden, Lungensilikose und da wird alles eitern und du bekommst Schmerzen, nicht weil du krank bist, das kommt von den Impfstoffen, was da drin ist. Es kommt von den Impfstoffen, was da drin ist. Ich habe 2010 einen Film draufgeladen in drei Sprachen, Anthrax-Dealer, dass sie mit Anthrax biologische Waffen, was sie im Labor herstellen, das sind die Impfstoffe, die Bevölkerung erkranken und minimieren. Dieser Film wurde in drei Sprachen gefilmt, in München als Krankenschwester habe ich das gedreht und nur in Ungarisch, ein Teil haben die gelassen in ungarischer Sprache. Und ich wusste ganz genau schon vor 10 Jahren, dass die mit diesen Anthrax-Dealer-Projekten, Anthrax ist chemische Gifte, die man direkt herstellt in Laboren, dass sie das 2020 anfangen werden. Der Film ist auf meinem Laptop, ich glaube noch auf dem Internet ist ein Film, ein Ungarisch. Und ich habe nie gelogen, ich wollte die Menschheit beschützen, weil der Gute hört. Tut für die Schafe kämpfen. Der Gute hört, tut die Wölfe verurteilen und der Gute hört, beschützt die Schafe. Diese Hirten aber, die jetzt regieren, vom Mammon,
Die wollen die Schafe minimieren, krank machen, wie Ezekiel 34 sah, wie Jeremia sah, nur vergiften. Die bekommen Geld dafür von Pharmaindustrie, dass sie halt verschiedene Projekte mitmachen für Geld. Aber denen ist es scheißegal, dass Kinder und Erwachsene erkranken. Und diese Firma habe ich gestern versucht draufzuladen. Die Ärzte, die pathologische Konferenz soll das einstellen. Die sollen das durchsetzen, dass unerprobte Mittel mit Schwermetalle und Glaspartikel und so eine Scheiße mit Chemietralien, voll mit Chemietralien, was der biologische Körper nicht abbauen kann, weil alles Fremdkörper ist. Man kann ein biologischer Körper, was Gott erschaffen hat, nicht mit Fremdkörper vollpumpen. Da wird Reaktion bekommen und die Reaktion könnte sehr schwerwiegend sein. Und die lügen dann immer weiter. Jetzt ist die Bevölkerung erkrankt. Neue Welle, neue Welle, neue Welle, noch eine Spritze, neue Welle, noch eine Spritze. Und es wird nie aufhören, weil die ganze Erkrankung kommt von den Impfstoffen. Und diesen Stäbchen bohren, bis in Hirn tun die da ein Faser, hier die Hirnhaut, Hirnhautentzündung, hier ist oben die Hirnhaut. Wenn man da Fasern da hochbohrt in der Hirnhaut, welcher Arzt hat es studiert, dass man da bis dahin Hirnhaut in der Hirnhaut Fasern hochstecken soll? Haben die überhaupt was gelernt in der Schule? Dankeschön.